Hallo ihr da draußen und nahtlos geht's hier weiter. Ich will unbedingt wissen, was uns hier in der Höhle erwartet. Deswegen klicken wir auch gleich mal rein. Wow, sau viele P erwartet uns da auf alle Fälle. Wobei, wir brauchen auch extrem viele. Und das sind jetzt die Katakomben des Brakkos Rex, einem der stärksten Source-Magier aller Zeiten. Und nicht gerade einer der freundlichsten. Im Gegenteil. Das ist wahrscheinlich der größte Feind ever. Hey, hey you. Let me see what you've got under there. Go on. Go on, show me your pecker. Wait, do you even have a pecker? Wow, ich dachte jetzt nicht, dass er tatsächlich das sagt. Deshalb habe ich das gesagt, ich lasse ihn ausreden. Ach, er redet gerade mit Fane. Okay, er hat seine kindischen Kommentare ignoriert und ihm sagen, dass von einem Schatz weiß, der hier vergraben ist. Verlangt zu erfahren, wo er liegt. Du hast genug gehört, er ist ein toter Mann. Nee, den Armleuchter zufrieden lassen. Nee, die Nummer 1. Hier ist irgendwo ein Schatz. If you want treasure, go find a mirror. Now get your glittering bones away from me. Go clack and chatter at someone else. Letzte Chance, ein bisschen netter zu sein, sonst haben wir ein Problem. Oh, please. As if your lonely old bones could do anything to hurt me. Now get your glittering bones away from me. Go clack and chatter at someone. Ja, lassen dich erstmal in Ruhe, aber nur weil ich dich nicht umlegen will. Katakomben des Brakkos Rex, da haben wir jetzt was Neues. Wir haben einen seltsamen Mann namens Trumpity in der Höhle gefunden, der uns verspottet und bedroht. Aber er hat gesagt, wir brauchen einen Spiegel. Vermutlich, dass wir hier durchkommen. Ganz interessant. Ist hier unten denn ein Spiegel? Ansonsten müssen wir erstmal den Weg hier entlang gehen. Lol. Here today, gone tomorrow. An illusion. Life's a dream. This fellow must be quite proud of himself. Wow. Haha, du bist echt witzig. Du bist so witzig. Hey, hey you. Let me see what you've got. What? You're pathetic. You want to hit me, don't you? Go on then. Give it your. Ich will dich nicht unbedingt schlagen, aber ich würde gerne weiterkommen, weil. Ach so, hier geht's nach unten. Lol. Lol, nicht schlecht. Okay, das war jetzt halt mehr Zufall als alles andere, aber okay. Wenn es dafür funktioniert und wir dadurch weiterkommen, dann schauen wir doch gerne mal hier überall hin. Sieht echt eigenartig aus. Vor allem würde ich gerne durch diesen geschützten Raum da hinten. Oh, 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 oh. Da ist irgendwie Zeug. Müll, Müll, Müll und ein kleiner Ring, der aber eigentlich auch Müll ist. Naja, jetzt ist es mein Müll. Boah, Junge, wie groß sind denn diese Katakomben hier? Wasn't I clear that you're not welcome here? Versuch dich doch mit mir anzulegen. You can't teach a fool anything. Oh, das sind jetzt ein bisschen mehr, als ich erwartet habe. Ich dachte gerade, der wäre... Oh, das ist alles eher. Okay, dreimal eher. Na gut, dann töten wir dich halt dreimal. Damit kann ich leben. Hast du irgendwelche besonderen Stats? Du bist gegen Giftschaden immun. Nicht nur immun, sondern du heilst dich sogar. Okay, das heißt, Feuerschaden wirkt sich aber ganz normal auf dich aus. Taktischer Rückzug, okay. Autsch. Hat zwar wehgetan, war jetzt aber auch nicht wirklich schlimm. Den da oben erreichen wir leider nicht. Der könnte aber leider uns erreichen, weil er gerade wirklich viel Range hat. Porten wir die beiden mal aufeinander, dann haben wir ein bisschen weniger Probleme mit den beiden. Und beschwören schon mal eine Inkarnation hier vorne, die sich dann um den hier oben kümmern kann. So, dann lauf du schon mal hoch. Kümmer dich um den da oben, dann stehst du wirklich schon mal in Position für die nächste Runde. Was will er machen? Wow, ein magischer Panzer bringt dir gerade gar nichts gegen meine Inkarnation. Das ist eine Physical Incarnation. Tja, schlechte Idee. Du machst bitte jetzt einmal deinen Querschuss, weil du beide dadurch triffst, aber wenig Schaden machst. Und dann noch einen Schuss auf seinen Kopf. Ich glaube, ich hätte den angreifen sollen, weil das ist ja der Krieger, der hat ein bisschen mehr Armor. Okay, springender Schild. Oh, nein, nicht eine Eisgranate. Bitte nicht einfrieren. Oh, gut. Gut, dass das nicht gereicht hat. So, dann machen wir schon mal das. Und dann chargen wir euch beide. Na, doch nur ihn, oder? Na, beide. Wenigstens sind wir jetzt in der Nähe. Und du greifst einfach mal den hier an. Und verspottest ihn, dass du angegriffen wirst. Der hat nochmal Schaden bekommen. Wer versucht es mit einem Eispfeil auf jemanden, der wohl noch so viel Magical Armor hat? Okay, Fane, weißt du, hast du einen Giftzauberstab?
Nee. Ah, doch, shit, das ist ein Giftzauberstab. Dann darf ich ihn jetzt gar nicht angreifen, weil ansonsten heile ich den Gegner ja. Ja, gut. Dann lösen wir das Problem mit Erdmagie. Erdmagie und Feuermagie. Ein Crit. Nice. Du durftest nochmal zuhauen, das ist schön. Hui, Regen. Weiß jetzt aber nicht, ob es das wert ist. Außer du hast jetzt einen Blitzspell. Du hast tatsächlich einen Blitzspell, du Arsch. Verdammt, ich muss zugeben, damit habe ich gerade nicht wirklich gerechnet. Ich stelle mich jetzt mal hier oben in Position und schaue, dass ich meine Inkarnation vielleicht buffen kann. Nein, kann ich nicht. Ich kann auch kein sinnvolles Totem hier irgendwo beschwören. Ich kann gerade nichts für dieses Viech machen, oder? Ja, doch, ich kann hier meinen Spell hin craften. Naja, wenigstens ein bisschen was. Ich glaube, ich hätte auf die anderen beiden gehen sollen. Wär sinnvoller gewesen. Könntest du bitte den Mage angreifen? Nee, wahrscheinlich nicht, weil jetzt der andere im Weg ist. Das war jetzt fast zu erwarten. Na gut, dann schieß halt bitte ihn um. Zack, zack. Oh, ich mache gerade die Kämpfe wirklich nicht schlau. Ich meine, es reicht wahrscheinlich, aber es ist gerade taktisch nicht klug. Und zu dir laufen wir dann gleich mal hin. Und meine liebe kleine Inkarnation wurde betäubt. Super. Wow. Tja, und ihn haut's einfach runter. Ich glaub's ja nicht. Nur Anfänger hier. Stopp, du darfst noch einmal ihn hier angreifen. Ach shit, jetzt habe ich ihn nochmal geheilt. Ja. Ich vergesse es jedes Mal wieder. Na gut, in ein, zwei Runden ist dafür der Gegner weg. Yukai, wie kannst du jetzt halt da oben irgendwas machen? Gar nichts, außer du läufst hin. Oh, dann laufe ich da jetzt halt wirklich hin, auch wenn das zwei, drei Runden dauern wird. Das sehe ich jetzt schon, dass das hier ein bisschen dauert. So, du kümmerst dich um ihn und nachladen nochmal ihn. Schon besser. Dann haust du ihn mal kurz K.O., dass er wenigstens keinen Schaden macht. Und trittst noch ein bisschen auf seinen Körper hier am Boden. Triffst du ihn hier oben? Nein, wobei mit deinem Erzbell vielleicht. Ja doch, das könnte genau treffen. Er hat noch so viel Magic Armor. Nein, es trifft auch nicht. Ich könnte vielleicht noch hier schon mal hingehen. Vielleicht treffe ich ihn dann in der nächsten Runde. Ja, der ist immer noch niedergeschlagen, wie unerwartet. Hey, wir können wenigstens ein Totem hier oben hinstellen. Bist du jetzt ein Elektro-Totem? Oh, nice. Das finde ich jetzt tatsächlich wiederum cool. Damit habe ich jetzt gerade nicht gerechnet, dass es dann schon ein Elektro-Totem ist. Ja, sonst kannst du eh nichts machen. Blitzdings ihn mal. Du kannst jetzt halt ihn hier erledigen. 1200 für einen Gegner. What the... Wieso geben die so viele P? Das ist echt krass. Ja, du bist eh nicht schnell genug und... Du könntest hier oben wenigstens Feuer schon mal drauf werfen. Ich meine, sonst kommst du eh nicht in Reichweite dahin. Oh, jetzt gibt es nicht nochmal Magic Resi. Willst du mich verarschen? Kann ich ihn jetzt porten? Nein, er ist außer Portreichweite gegangen. Jetzt, der verarscht mich schon ziemlich hart, der Gegner hier. Ja, beenden wir kurz den Zug und Yveban, stell dich hier hin, das ist mir jetzt halt egal. Dann greifst du ihn halt erst in der nächsten Runde an. Wir haben Zeit. Die Zeit spielt mehr gegen ihn als gegen uns. Ich hätte jetzt auch einfach meine Echse hochporten können. Das wäre so ein Alternativplan gewesen. Ja, ich treffe eh nicht. Beende ich gleich einen Zug. Der muss eh ein bisschen näher hinkommen. Ab jetzt kann ich ihn sowieso porten, wenn ich möchte. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Ich glaube, das ist gerade der dümmste Move, den du machen kannst. Aber okay. Globale Abkühlung, das ist wahrscheinlich genau dasselbe im Vergleich zu dem Spell mit diesem alles anzünden von meinem Char. Also von jetzt habe ich seinen Namen vergessen, von Fane. Ich glaube, das Teleport macht gerade am meisten Schaden. Oder auch nicht. Ach, Physical Damage bringt nur was gegen den. So, zwei Schüsse und der ist eh tot. Einer, zwei. Okay, und dann noch zwei Schläge von meiner freundlichen Echse. Problem solved. Oh, Mann, der hat jetzt gerade ein bisschen lange überlebt. Stehst du jetzt hier wieder da vorne? Ich hasse dich so sehr. Ich hasse dich einfach. Dieses Skelett hasse ich wirklich. Hey, liebes Rettchen. Alles klar, du bist eine Illusion. Weißt du, was nützlich ist hier?
riddle, isn't it? A conundrum. What's it? You'll have to solve. Hast du einen Hinweis für mich? I thought you looked clueless, right? Thing is, it's about the letters, isn't it? One for each thing. Das könnte vielleicht nützlich sein. Eins für jeden sure. Ding. Nice to meet you. Scheut mich auch, unhöfliches Ding. Na gut, ein Buchstabe pro Ding. Merken wir uns das einfach mal. Ich weiß zwar noch nicht wofür, aber ein Buchstabe pro Ding klingt irgendwie wichtig. Brauche ich das Zeug da unten? Das sieht irgendwie alles so unwichtig. Na, das sind wieder nur Kisten, die mich dann wahrscheinlich verfluchen oder whatever. Weinflaschen, geheimnisvoller Raum. Da ist eine Statue. You come to find. You come to search. But you won't find the way. A pity. Wie kannst du dir so sicher sein? Bracchus has willed it. Trompdoy must abide. You have met the unfortunate guardian of this vault. Ich hatte das Missvergnügen mit ihm. Judge him with a forgiving heart. Fate has been unkind to him. Do you wish to move forward? Ja. Listen closely and make your attempt. Bracchus is a bloody, rotten, thieving, very, very awful fellow. Some even call him a cur. A cur is. Den Satz mit wirklich widerlich verdorben an, den Satz mit verdorben äußerst widerlich, den Satz mit wirklich äußerst widerlich beenden. Äußerst verdorben, diebisch, wirklich, wirklich widerlich. Moment, ich muss das gerade analysieren. Verdorben, diebisch. Wirklich widerlich. Wirklich widerlich, verdorben. Verdorben äußerst widerlich. Wirklich äußerst widerlich. Mit dem dritten probier es. Wirklich äußerst widerlich. Also weh am Ende. You know nothing. Guess again. Okay, ich will es nochmal probieren. Listen closely. Bracchus is a bloody, rotten, thieving, very, very awful fellow. Some even call him a cur. A cur is. Wirklich widerlich verdorben? Either you're very good at guessing or the slightest bit clever. Let's find out for certain. Ich bin gut im Raten. Listen closely and make your attempt. Source is a scourge, a devil, a misery, a blight, a hex, a curse. And yet, the cure is. Oh mein Gott, woher soll ich das denn wissen, bitte? Quelle ist eine Plage, ein Teufel, ein Elend, ein Hexenwerk, ein Fluch. Und dennoch ist Heilung. Eine Plage, ein Elend, das wäre doch nur ein Elend, eine Geißel, ein Fluch. Ich verstehe nicht, auf was er raus will. Zwei? Perhaps you're not totally incapable after all. Or maybe Trompdoy told you the answers, is that it? Is he hoping you'll... Ich habe gerade das zweite geraten für jemanden, der sich fragt, was ich gerade hier versuche. It doesn't matter in any case. The path is open. Go freely. Dankeschön. Hast du jetzt da gerade hier aufgemacht oder wo hast du gerade aufgemacht? Handwerksbibel. Oh, die Handwerksbibel nehmen wir auf alle Fälle mit. Man kann auch keine Bibel liegen lassen. Lesen und neue Rezepte. 4 neue Rezepte, gut. Ja, das war jetzt irgendwie zu erwarten, oder? Dass das wieder nur eine Illusion hier war. Oh, Chompany, du... Langsam wirst du ein bisschen aufmüpfig. Das ist dir aber hoffentlich klar, oder? Okay. Dann knöpfst du dir mal den Magier hier als allererstes vor. Taktischer Rückzug. Oh, jetzt bist du aber sehr nah. Ob das so eine gute Idee ist? Autsch. Ich glaube, ich kill wirklich. Na, wobei, den jetzt mit Physical anzugreifen, wäre irgendwie schwachsinnig, ehrlich gesagt. Du hast viel Armor. Der hat keine Armor, aber steht so, dass ich ihn erstmal nicht treffen kann. Toll. Dann greifen wir den mit einem Spell an. Normal, Physical macht halt gerade wirklich keinen Sinn. Dann nehme ich mir noch einmal hier die Zeit, jemanden zu buffen. Und beende den Zug. Ah, taktischer Rückzug. Das wollte ich doch sehen, dass du dich wegteleportierst. Oh Gott. Autsch. Dich porte ich auf alle Fälle her. Dahin gehen. Dich nehmen. Ups. Zack. Dich nehmen und dahin porten. So, dann haben wir schon mal beide hier auf einem Fleck. Das macht es ein bisschen angenehmer. Und dann kann ich noch irgendwas Spannendes machen. Nur ich kann gerade eiskalt nichts Spannendes machen. Wow, das ist traurig.
Ja, dann spare ich mir den Punkt für die nächste Runde. Verstärken? Na, probier's doch. Verstärken wird dir auch nicht helfen. Stehst du jetzt auch hier unten? Jetzt stehen wirklich alle hier unten. Ich glaub's ja nicht. Okay, einmal ein Schild werfen und dann ein bisschen Feu auf die beiden machen. Das dürfte wunderbar. Ui, das macht wirklich gut Schaden. Fane hat schon echt viel Schaden hier gerade gefressen. Deswegen geben wir ihm mal kurz ein Schild. Und da vorne steht noch ein Melee. Toll. Wieso portest du dich weg? Ich dachte, du wärst ein Melee. Wasserballon. Oh Gott, da kommt jetzt gleich ein Blitzspell hinterher, oder? Wir machen jetzt erstmal diese Feuernova. Das macht schon mal ganz gut Schaden. Und dann könnten wir diesen Erd-AOE auf alle und dich machen. Geht leider gerade nicht anders. Triffst du zwar auf dich, aber das ist okay. Hast du jetzt nochmal drei beschworen? Oh Gott. Okay, langsam wird es ein bisschen übel. Also nochmal drei sind jetzt wirklich, wirklich viele. Okay, jetzt müssen wir wirklich die Kleinen erstmal loswerden. Jetzt werden wir erstmal... shit, ich treffe gerade nur den. Das ist gerade wirklich scheiße. Ja, dann schieße ich halt zweimal auf den. Besser als nichts, aber damit komme ich nicht vorwärts. Oh Gott, ich glaube, ich verliere den Fight hier gerade. Haus hoch, Leute. Autsch, autsch. Okay, Fane hat wieder keine Armor mehr. Au, Fane frisst gerade richtig übel. Okay, eine Eisinkarnation kann ich schon mal machen. Und ein Eistotem. Ich meine, das hilft mir jetzt dann auch mehrere Runden hier. Das brauchen wir gerade unbedingt. Irgendwas, was uns andauernd hilft. Und Fane können wir nicht heilen, aber wir können dafür Yves Barn heilen. Der hat auch schon Schaden gefressen wie sonst was. Mein Wassertotem hat natürlich daneben geschossen. Und du kannst zwar heilen, nimmst dir jetzt aber erstmal ihn bitte vor. Schaden ist gerade wichtiger. Moment, das sind Untote, ne? Ha. Das ist die Idee. Ich heile ihn jetzt, der Trumpety. Bam. Warte. Ich habe jetzt halt nur Brennen entfernt, ihn nicht angezündet. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet, ehrlich gesagt. Können wir wenigstens dich hier zu einem Hühnchen verwandeln? Das würde ein bisschen den Schaden hier reduzieren. Ich habe schon wieder vergessen, dass physische Rüstung das blockiert. Dann heilen wir doch auch mal dich. Ja, er macht zumindest Schaden. Besser als nichts. Blitz. Autsch. Okay, der schildet sich. Dann haben wir hier noch jemanden. Chamäleon-Umhang, das ist schlecht. Meine Inkarnation kann jetzt halt ihn aber zweimal angreifen. Das könnte wiederum gut sein. Fane, du hast gerade keine Möglichkeit, dem wirklich Schaden zu machen. Das ist gerade echt, echt schlecht. Aber du könntest wenigstens dich selbst heilen. Aber dazu musst du dich noch ein bisschen... Na, du bist... Na, auch wenn ich jetzt meinen eigenen Charakter hier treffe, das ist mir gerade egal. Ich brauche die Heilung gerade richtig dringend. Und dann kannst du ihn mal ganz kurz angreifen. Ich komme durch die Magic-Rüstung nicht ganz durch, deswegen heile ich ihn auch nicht wirklich. Ich habe jetzt nur Magic-Rüstung weggemacht. Nicht mehr, nicht weniger. Okay, Yukai, du bist immer noch gut dabei und deswegen kümmerst du dich um noch ein Frost-Totem. Je mehr, desto besser. Und dann einmal hier deinen Feuerstab auf ihn hier. Oh, das ist ein Giftstab, das du hast. Gut zu wissen. Oh shit, die da hinten haben noch nie angegriffen. Jetzt wird das auch gleich noch problematisch. Ach, die waren nicht in Fight. Oh Gott. Ha! Du hast meine Inkarnation angegriffen. Das ist gut, weil der ist es relativ egal. Scheiße, jetzt kommen halt da noch zwei dazu. Boah, ey Leute, das ist übelst schwer. Au. Liebe Inkarnation, könntest du versuchen, irgendjemanden hier zu töten? Wenigstens einen von denen. Du könntest ihm Schaden machen, aber töten geht hier gerade irgendwie nicht. I sense something nearby.
Au. Oh. Muss man nur den echten töten? Wieso? Lol. Es reicht anscheinend wirklich, den echten zu töten. Oh mein Gott, ich habe mich so austricksen lassen. Schritt Nummer 1, kurz einmal reggen. Schritt Nummer 2, speichern. Schritt Nummer 3, Trompis Leiche looten. Band des Brakus, lege verflucht fest. 12%. Trompetys bei. Oh, wie geil. Wie geil. As you pick up the ring, you feel a cold, dark pain shoot up your arm. Your mind itches. You don't hear, but feel a whisper in your ear. It tells you to slip the ring onto your finger. Nee. Das probieren wir mal lieber nicht. Oder? Vielleicht sollte ich ihn doch anziehen. Wir haben Trompety getötet. Okay, ich ziehe den Ding jetzt wirklich an. Ich werde es bereuen, aber ich ziehe ihn. Ich speichere kurz davor, aber ich ziehe ihn an. The ring just got tighter. A lot tighter. Oh Gott. Was bedeutet verflucht? Ich glaube, den kann ich jetzt gerade nicht mehr ablegen. Hallo, ich brauche mal kurz einen Stat-Bericht von dir. Was bedeutet verflucht? Hä, ich kann alle anderen nachschauen, aber was das bei dir ist, kann ich nicht... Ah, hier. Verringert Resistenz, Präzision und Ausweichen. Oh Gott. Verfluchte Ring. Ich habe mit Jumpy's Ring angesteckt, doch er hat mich mit einem Fluch belegt. Lass mich raten, ich kann ihn jetzt nicht einfach wieder ausziehen. Okay, das war eine dumme Idee. Das habe ich jetzt fast erwartet, aber vielleicht gibt es eine Quest, um ihn abzulegen. Dann wäre es das wenigstens jetzt halt wert gewesen. Oder ich behalte den Negativeffekt bis zum Ende meines Lebens. Du hast jetzt wenigstens ein gutes Beil bekommen. Und eine Brustrüstung hätten wir noch, die wo aber wieder niemand tragen kann, weil man Finesse dafür benötigt. Und einen Dolch, den keine Sau will. Wir hatten noch einen normalen Ring, der Hydrosoph gibt. Na, braucht auch gerade niemand. Na gut, schauen wir mal, ob wir weiterkommen hier. Und nicht mehr in der taktischen Ansicht. Ich weiß nicht, ich mag die taktische Ansicht nicht wirklich. Aber wir kommen gut vorwärts und dadurch, dass Trompety jetzt halt auch weg ist, dürfte das Ganze hier einfacher werden. Ob hier die Waffen gegen die Kreischer liegen oder was ganz was anderes? Der ewige Anbeter. Was ist das jetzt schon wieder? Wir haben das Seelengefäß von Gratania gefunden. Wir müssen jetzt sehr genau überlegen, was wir damit anfangen wollen. That's plenty. Wow. Wow. Fähigkeitsbuch Supernova. Das holen wir uns jetzt als erstes. Irgendwas geht doch, passiert doch gleich, wenn wir das alles hier looten, oder? Ich nehme mal ihr Seelengefäß. Kann ich alle mitnehmen? Ich nehme jetzt einfach mal alle weg. Was ist hier drin? Wow! Alter, what the heck? Wieso ist hier so viel Zeug? Gewährt Läutern? Look at that wand. It hums with the inner source. Die Kreischer. Ist das eine Waffe gegen die? Das ist der Läuterungsstab. Ich glaube, das ist das, was wir brauchen dagegen. Boah, Alter, was gibt's denn hier alles? Junge, das ist ja. Wow. 40 und für... Junge, das ist so ein OP-Schild. Ach du Schande. Wo ist das Schild? Ich sehe es gerade nicht im Inventory. Achso, ich habe es ihm schon gegeben, ne? Ey, das dürfte so viel besser als dein sein. Ey, du bist unsterblich geworden dadurch wahrscheinlich. Was haben wir noch? Komische Rüstungen. Nochmal eine... Oh, eine Brustrüstung. Hast du schon eine Brustrüstung? 3 und 17. Und die nächste hier gibt... 6 und 31, ja, dann wissen wir, welche du anlegst. Einen Läuterungsstab haben wir. Hier haben wir noch eine bessere. Tatsache, hier haben wir noch eine bessere. Na. Warte. Okay, ich kann es wenigstens ablegen. Okay. Jetzt dachte ich kurz, ich kann es nicht ablegen. Mein Inventory ist bald full. Das heißt, viel darf ich nicht mehr aufheben. Und das eher an die Leute verteilen. Oh, eine kleine Rune. Trompetys Seelengefäß. Ach, das ist Trompetys. You made it all this way. Warum wolltest du mich unbedingt fernhalten? He trembles and seems to shudder with a quiet sob. I'm cursed, you know. Bloody Brakus bound me here to protect his vault. He has my soul in that jar just there. And I can't leave without it. As long as the jar stays unbroken. I can never truly die. Oh, das wäre jetzt halt fies, ihn einfach hier zurückzulassen. Ich glaube, der hat das aus einem guten Grund probiert. Ich helfe dir, das
Seelengefäß zu zerbrechen, aber eigentlich würde ich wissen, wie ich den Rund wegkriege. Really? Den Ring. You would? He drops to his knees before you and grabs onto your feet with both hands. Thank you. Oh, Quest fertig, aber ich hätte jetzt gehofft, dass du mir noch sagst, wie ich den Ring wegbekomme. Ich bekomme, wow, entweder einen geilen zweiten Zauberstab oder einen normalen Stab. Ich kann mich gerade ehrlich gesagt nicht unbedingt entscheiden. Ich glaube, ich nehme den Stab, weil Yukai hat nie normale Attacken. Also der kann in der Zwischenzeit kaum was machen. Mit dem Stab kann er das jetzt halt hoffentlich. Kann ich jetzt den Ring auch ablegen? Something isn't right. The ring's gone, but not its curse. Okay, das ist jetzt schlecht. Wir sollten gerade von Leuten Artefakte Tyrannen, Rüstungsteile. Sie gehören scheinbar zu dem ganzen Satz. Es ist etwas an ihnen, eine seltsam feurige Aura. Der verfluchte Ring. Ich habe herausgefunden, dass das Entfernen des Rings den Fluch nicht aufhebt. Ich muss einen neuen Wirt finden. Fane, möchtest du den Ring mal kurz? The ring just got tighter. It's loose. A lot tighter. Lol. Get off me. The ring's gone, but not its curse. Lol, ich kann den Curse also nur an andere Leute hier weitergeben. Das ist fies. Dann lasse ich mir mal was einfallen, ob ich den vielleicht irgendjemandem zuschieben kann, der es verdient. Hey, da ist noch ein Bild. Das würde ich auf alle Fälle noch mitnehmen. Aber ich muss auch ganz kurz hier mein Inventory ein bisschen verteilen. Ich meine, ich bin hier voll beladen. Geben wir mal ein bisschen was hier an die anderen Charaktere ab. Ich meine, ich muss jetzt eh in der Stadt einmal komplett mein Inventory hier loswerden und verkaufen. Ey, aber der Loot, den wir bis jetzt schon bekommen haben, ist der Wahnsinn. Also, das hat sich sowas von gelohnt und wir mussten es ja sowieso für die Quest machen. Kommen wir von der Seite jetzt eigentlich durch oder wie läuft das Ganze? Ist das eine Statue zum Teleportieren? The deity's head and hands are missing, severed as if by a sword. You can't tell if this was meant to be symbolic somehow or a mere act of vandalism. As you take in its chiseled details, you have a vision. The statue comes to life and embraces you awkwardly with its broken arms. Unable to resist, you're flown away into an endless dark. That shrine seems to have brought me here. What is this place? Das ist die Stimmen, was? Geister sich. Eine erhöhte Macht hat dir vorübergehend die Fähigkeit gewährt, Geister zu sehen. Wenn du lernst, mehr Quellenenergie zu kanalisieren, kannst du diese mächtige Fähigkeit womöglich in der Ebene der Sterblichen nach deinem Willen einsetzen. Okay. Okay. Leute, das ist hart eigenartig. Boah, wer bist du? Relic. The helmeted figure before you slowly turns to face you. He raises his weapon, a great ethereal sword, and rushes forward, ready to strike you. Beide Hände heben und der Gestalt anscheinend, dass sie aufhören soll. Du bist nicht der Feind. Deine eigene Waffe heben, wer immer diese Gestalt ist, wird es bereuen, dir krumm gekommen zu sein. In Deckung gehen und hoffen, den Streich zu entgehen. Ich probiere die Nummer 1. The figure plants a foot before you and swings his sword down, hard, stopping short just over the base of your skull. The sword seems to hesitate, enticing the fine hairs on your neck upward. Dich hochschieben gegen die Schwertscheibe und fühlen, wie sie sich in deine Haut drückt, während die Gestalt sie festhält, damit du bleibst, wo du bist. Dich tief verducken und der Gestalt sagen, dass du keinen Streit mit dir hast und nicht mal weißt, was du hier machst. Nummer 2. Weakling. Fight! Die Waffe heben und mit seinen Angriff rechnen und zurückschlagen. Dich gegen den Schlag wappnen. Aus dem Weg springen und ihn anscheinen, dass es mit dem Wahnsinn aufhören soll. Na gut, wenn du es will. Die Waffe heben mit seinem Angriff rechnen und zurückzuschlagen. Ready to plunge the sword into your chest. As he charges, he suddenly evaporates into the ether, passing through your body. Deep, dark cold blooms in every particle of your body. The figure materializes behind you and grabs your head with one hand, pressing his sword to your throat with the other. If you so much as breathe too suddenly, it will slice your jugular with ease. Oops. You are my champion? How I wasted my efforts saving you as the ship went down. Du hast mich gerettet? Wow. Ruhig bleiben und ihm sagen, dass du keine Ahnung hast, wovon er redet. Ihm sagen, dass er deine Gefolgschaft bald verliert, wenn du bist, was er sagt. Sagen, dass du ihm Dank schuldest, wenn er dich wirklich vor dem Ertrinken gerettet hat. Lass mich los, wenn du mit mir reden willst. Why should I do as you say? You were so easy to best.
den Kopf nach hinten werfen, sodass seine Klinge dir in den Nacken schneidet und ihm deinen Hinterkopf ins Gesicht schmettern. Ihm sagen, dass ein Mann aus Fleisch und Blut dich nicht überrumpelt hätte. Ihm sagen, dass du nur ein Sterblicher bist und offensichtlich etwas anders. Man hat euer Talent nicht verglichen. Ich würde wirklich den Move machen, mir ein bisschen reinschneiden und dafür ihm voll eine reinhauen. He staggers back, holding his nose. The wound on your neck quickly knits together. He smiles. You may do well after all. Ha, ich habe ihn beeindruckt. Das ist gut so. Ihm sagen, dass die Zeit der Rätsel jetzt vorbei ist. Er soll erklären, wovon er redet. Sofort. Recognize me. You are my champion. And I am your god. Jetzt sind wir ein bisschen größenwahnsinnig. He lifts his visor. Two deep green eyes fix you in their stare. In an instant, you know you are speaking to Rarik, god of all humans. Oh, das ist der Gott aller Menschen. Oh, hallo. Warum hast du mich hierher gebracht? You have brought yourself. This gives me hope. I see a spark in you. The beginnings of a fire that may blaze our path back to preeminence in Rivalon. This is why I have chosen you to lead humankind back toward divinity. This is why you are my selected. My God Woken. Warte, ich bin dein Gott? Woken? Let me show you. A great surge of power arrests your heart, your mind. When it passes, you feel ecstatic, replete. Das ist gut. Segen. Geil. Eine Welle der Macht packt dein Herz und deinen Verstand. Als sie verebbt, fühlst du dich ekstatisch und aufgeladen. Die Hände reiben und die Macht spüren, die sich zwischen deinen Handflächen konzentriert. Ihn fragen, was für eine Art von Kraft das ist. Zurückweichen, du traust dieser Magie nicht. Also, wenn es eine Art heilige Magie ist, dann würde ich da jetzt halt nicht zurückweichen. Was für eine Art von Kraft ist das? You may have noticed, I've tried to help you on your journey. I blessed the water beneath your feet, so that it would aid you. Now you have the power for yourself. Dann war das Relic, der das Wasser gesegnet hat. Lol. And this is only the beginning. More and greater powers await you, if only you will seek them. Only one like you can wield them. One marked for greatness. One who can either rise to this great task or let his people fall to ruin. Was willst du von mir? Your purpose will be great. But the first step is simple. Escape the grasp of those who would do you harm. You and you alone must safely leave this place. You and you alone must rise above the reach of minor people. Ich habe hier Freunde gefunden und die will ich auch retten. Rarik visibly bristles at the mention of your companions. I am not the only of the seven seeking a champion, my child. Your friends may have been similarly summoned by powers that threaten the very existence of our race. Oh mein Gott, bitte nicht. Bitte sag nicht, einer davon könnten Verräter sein. He casts his gaze over the war below, where God fights God in a relentless, bloodless battle. Times have changed. The gods are at war. The victor will choose the terms of peace. If we fail, if you fail, our race may well be lost. A father knows when he may trust in his children and when he must intervene. I know that you will succeed. Do not disappoint me. Okay, das ist hart. Ey, ich finde das so geil an diesem Spiel. Wie viel Story in den kleinsten Sachen liegt. Hätte ich jetzt die Statue nicht angeklickt, hätte ich niemals gesehen, was da die ganze Zeit passiert ist. Jetzt kann ich auch Sachen segnen und. So viele Sachen, die wo einfach an solchen kleinen Details hängen. Ich liebe sowas an diesen Spielen. Das ist halt einfach wie ein interaktives Buch. Aber okay, Leute, ich habe genug geschwärmt. Ich hoffe, der Part hat euch genauso gut gefallen wie mir. Wir haben extrem viel Equipment bekommen. Wir können bald verflucht auch heilen, wenn wir wollen. Wir brauchen nur dafür ein paar Quellpunkte und wir wissen auch, wo wir die bekommen können. Nämlich vor dem leeren Erwachten draußen, den wir auch töten werden. Wir haben die Waffen und können somit auch weiter. Also wir haben absolut alles, was wir benötigen. Ich finde es gerade echt interessant. Hätte ich diesen Schalter gefunden, bevor ich hier in diesen Gang gegangen wäre und die Statue angeklickt hätte, wäre das alles vielleicht nicht passiert. Krass. Also vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst euch von der Story genauso mitreißen wie ich und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Part wieder. Tschüss.